So, was machen wir denn als nächstes? Ich würde tatsächlich sagen, als nächstes kümmern wir uns um Glenboros. Denn alle Quests, die wir jetzt noch offen haben, haben irgendwie in irgendeiner Art und Weise was mit Glenboros zu tun. Und wir haben da ja tatsächlich auch die Verbindung dazu. So, aber wo ist denn jetzt dieses... Da, es müsste hier sein. Diese steinerne Axt, die wir gesehen haben. Das heißt, er muss sich eigentlich hier befinden. Da ist er. Eolus Donnerschlag. Hallo. Seid gegrüßt. Ich bin Eolus Donnerschlag, Botschafter der Zwerge. Ihr kommt zu einer sehr ungünstigen Zeit, meine Liebe, falls ihr hier seid, um die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge in Anspruch zu nehmen. Die heilige Steinaxt wurde gestohlen. Ich muss noch heute einen Brief an König Kelp Dunatrim schreiben, um ihn von diesem schweren Verlust zu unterrichten. Oh je, sie ist tatsächlich weg. Und sie war doch sonst immer da, wir haben sie ja schon dort gesehen. Ich würde gerne mehr über diese Steinaxt erfahren. Die Steinaxt wurde von unserer Göttin Duna selbst in der Schlacht geführt. Als Duna diese Welt verließ, übergab sie die Waffe in unsere Obhut. Der Diebstahl dieser unersetzlichen Waffe durch die Elfen ist eine Katastrophe. Die Elfen sind für den Diebstahl der Steinaxt verantwortlich? Jawohl. Diese verschlagenen Elfen haben sich ungesehen zum Gedenksockel geschlichen und die Axt im Schutze der Nacht entwendet. Ein Elf wurde am Schauplatz des Verbrechens gefasst. Er ist zwar noch nicht geständig, aber das wird er schon noch werden, wenn Gregor erst den Folterknecht auf ihn ansetzt. Wer ist Gregor? Gregor Dunatrim ist der Bruder des Königs und außerdem Bürgermeister dieser Zwergensiedlung. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich mich an der Aufklärung dieses Verbrechens beteilige? Ich sehne mich ebenso wie die Zwerge nach einer baldigen Bereinigung dieser schlimmen Geschichte. Hier gibt es nichts aufzuklären, Mensch. Die verfluchten Elfen haben den Diebstahl zu verantworten und werden dafür büßen. Ende der Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Elfen das Artefakt gestohlen haben. Lasst mich euch mit Beweisen überzeugen. Warum Zeit vergeuden, wo doch alles kristallklar ist? Nun, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann sprecht mit dem Bürgermeister und dem Elfen. Hier, ich zeige euch auf der Karte, wo sich das Haus des Bürgermeisters befindet. Der Elf ist im Keller eingesperrt. Dort wird er bleiben, bis unser König sein Urteil über ihn ausspricht. Interessant übrigens. Also bei den Elfen haben Orks als Zwerge verzaubert eine Straftat begangen und hier sollen Elfen wahrscheinlich auch als Orks verkleidet, Orks als Elfen verkleidet, ebenso für einen Diebstahl eines wichtigen Gegenstands verantwortlich gemacht werden. Ja, passt da alles zusammen, ne? Schwarzer Ring, all over again. Erzählt mir mehr über euren König. Kelp Dunatrim ist unser weltlicher Führer und residiert in den Hallen von Karanamex, durch die der sagenumwobene Goldene Fluss fließt. Der Goldene Fluss, wovon sprecht ihr? Tief im Inneren der westlichen Berge leben die Zwerge in einem riesigen Höhlensystem. Die einzig natürliche Lebensweise unter der Erde mit einem Steindach über dem Kopf, nicht unter freiem Himmel und auf Bäumen wie diese albernen Elfen. Ein strahlender Fluss aus Gold und Edelstein fließt von einem Ende der Hallen von Karanamex bis zum anderen. Ein Anblick, der euch Tränen des Glücks entlocken wird. Wie kann ich eine Audienz beim König erlangen? Mein Volk lebt in den großen Hallen unterhalb der Zwergenberge. Unsere alten Verbündeten, die Menschen, sind dort immer willkommen. Und es wird ihnen auch des Öfteren eine Audienz mit unserem König Kelp Dunatrim gewährt. Ich möchte, dass ihr dem Rat der Sieben beitretet. Oh ja, das überrascht mich nicht. Zandalor schickte eine Botschaft an Kelp Dunatrim, unseren König, in der er eure Ankunft und euer Anliegen ankündigte. Solange die Steinaxt jedoch in fremden Händen ist, kann ich euch nicht helfen. Es ist meine Pflicht, die Steinaxt wiederzufinden, bevor ich mich mit Menschen auf Reisen begebe. Okay. Wir werden diese Unterhaltung später fortsetzen. Wir müssen also nun die Steinaxt wiederfinden und das Erste, was wir tun können, ist mit dem Bürgermeister reden. Hier haben wir übrigens den Zwerg Rimmer. Mit dem können wir dann gleich auch mal reden. Denn wir brauchen einer seiner... Oh. Hört! Hört! An alle mutigen und getreuen Zwerge! Unser guter König ruft euch zu den Waffen! Den heimtückischen Elfen ist der Krieg erklärt worden. Reiht euch ein und verteidigt eure Heimat. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Alles andere als gut. Ganz weit entfernt von gut. Ich bräuchte jetzt eine Session bei Penumbra, um wieder runterzukommen, aber okay. Rimmer. Hallo. Ah, ihr seid zum alten Rimmer zurückgekehrt, um etwas von seinem Bier nach Zwergenart zu schlürfen. Zu mir kommen eine Menge Kunden, denen ganz schlecht von dem Spülwasser geworden ist, das die Tavernen in dieser Gegend als Bier verkaufen. Ich traf euren Bruder Strobo in den Hallen von Karanamex. Er lässt euch herzlich grüßen.
Ihr habt Strobo getroffen? Ich habe mich des Öfteren gefragt, ob er überhaupt noch am Leben ist. Als ich die Hallen verließ, um ostwärts zu reisen, weigerte er sich, mich zu begleiten. Dieser Feigling hat Angst vor dem freien Himmel außerhalb seiner Höhlen. Hier, nehmt diese 5 Flaschen meines berühmten Zwergenbiers. Dafür, dass ihr mir ein Lebenszeichen von meinem Bruder gebracht habt. Cool. Danke. Nice. Diese 5 Flaschen brauchen wir übrigens. Da sind sie. Die brauchen wir. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Als nächstes gehen wir zum Bürgermeister. Mit dem haben wir ja auch schon mal das Vergnügen gehabt. Ich meine, der war recht besoffen, ne? War das nicht so? Also mit dem zu reden war jetzt nicht so super einfach. Der war nicht so richtig interessiert. Gregor Dunatrim. Seid gegrüßt, Mensch. Oh Gott, ich hab's sogar authentisch hingekriegt. Sorry. Ich bin Gregor Dunatrim, Bürgermeister von Glemborus. Was kann ich für euch tun? Wie viel Bier habt ihr heute getrunken, Gregor? Mir schwimmt der Kopf, wenn ich nur eine Sekunde in eurer Nähe verbringe. Bier, sagtet ihr Bier? Dämlicher Mensch, das Dreckwasser führt doch kein anständiger Zwerg an die Lippen. Das war jetzt nicht so stark. Met. Wir trinken Met, verdammter Idiot. Kennt ihr den Unterschied nicht? Met ist gut für die Muskeln. Macht einen groß und stark, jawohl. Ja, das sieht man ja. Geht doch mal welchen holen. Dann können wir einen heben und uns ein paar Schwänke erzählen. Na, was sagt ihr? Bitte sehr, Freund Zwerg. Ich habe euch etwas Met aus der Taverne gebracht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und wir müssen ihm Bier geben, damit wir irgendwie... Wartet. Wo ist hier... Wo... Hier ist eine Ale-Flasche. Okay. Ich will mal gucken, ob ich ihm das Ale einfach geben kann. Weil ich will nicht den Met von Rimmer benutzen. Auch wenn der jetzt nicht steht, besonderer, was auch immer, aber müssen wir mal gucken. Ich habe etwas Met aus der Taverne gebracht. Trink einen Schluck mit mir, Mensch. Ja, das ist ein hervorragendes Zeug, das ihr da gebracht habt. Und wisst ihr was? Diese verdammten Elfen in ihrem Wald werden uns noch eine Menge Probleme machen. Weshalb glaubt ihr, dass wir Ärger mit den Elfen haben werden? Arrogant, hochgewachsen und intellektuell, das sind verschlagene Kreaturen. Also, wenn ich der Zwergenkönig wäre, dann würde ich ihnen eine Armee auf den Hals setzen. Meine neuen Freunde werden mir helfen, wenn es soweit ist. Werdet ihr schon sehen. Eure Freunde? Wer sind denn diese guten Freunde? Psst, verdammter Trottel. Das ist ein verdammtes Geheimnis. Sie haben große Pläne mit mir. Jawohl. Als Bürgermeister und so. Sind auch mächtig clever. Werden diese verdammten Elfen bald kalt machen. Ich dachte, wir wären Freunde, Gregor. Ich habe euch den ganzen Met gebracht. Nur Freunde sitzen gemeinsam beim Met, oder? Erzählt mir von euren guten Freunden. Ich habe eine blöde Vermutung. Rück näher, dann sag ich's euch. Aber seid leise. Sie wohnen in einer geheimen Höhle der Hallen von Karanamix. Der Ort wird von einem steinernen Wächter bewacht. Der ist ein ganz schön übler Kerl. Man braucht ein Kennwort, um an ihm vorbeizukommen. Das haben wir ja schon mal gehört, ne? Insofern wissen wir jetzt nun vielleicht endlich, wie wir da hinkommen. Eure Freunde scheinen ja eine prima Gesellschaft zu sein. Ich würde ihnen gerne mal einen Besuch abstatten und eure Grüße übermitteln. Das Kennwort? Ach, ihr meint das Kennwort. Es ist, verdammt. Es lautet Prophezeiung. Ja, so heißt es. Prophezeiung. Ihr müsst es dem steinernen Wächter in den Hallen von Karanamix sagen, wisst ihr? Okay. Erzählt mir mehr über eure Stellung als Bürgermeister. Also, als Bürgermeister habe ich jede Menge Verantwortung und ich nehme sie sehr ernst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den verdammten Dieb unserer wertvollen Steinaxt zu finden, jawohl. Könnt ihr mir mehr über den Diebstahl der heiligen Steinaxt erzählen? Ich sage euch, die Elfen, diese Baumköpfe, haben sie gestohlen. Wir hatten Glück, dass wir wenigstens einen von ihnen erwischt haben. Wenn wir mit ihm fertig sind, wird er wünschen, dass er seinen Wald nie verlassen hätte. Und warum glaubt ihr, dass die Elfen die Axt gestohlen haben? Wir haben den diebischen Elf, den wir erwischt haben, im Keller einer unserer Versammlungshäuser eingesperrt. Darf ich mal das Versammlungshaus besuchen? Selbstverständlich. Geht einfach ein Stück südwärts bis zum ersten Haus. Links. Sollte eigentlich selbst
gleich hingehen. Erzählt mir mehr über diese Siedlung. Das Dorf hier heißt Glemborus, das bedeutet in eurer Sprache Gemeinschaft. Mein Bruder, König Kelb, fand, dass ich einen geeigneten Verwalter der Amtsgeschäfte abgeben würde. Ja, absolut. Da hat er sich nicht getäuscht. So. Kennwort für den Posten haben wir nun also. Er sagte zwar links, aber hier ist er rechts. Haben sie den nicht hier eingesperrt? Ja. Arandales, helft mir, Fremde. Diese zu kurz geratenen, räudigen Filzbärte haben mich Stunden über Stunden der übelsten Folter unterzogen. Ich kann den Schmerz und diese Schmach nicht länger verkraften. Bei den Göttern, was sie mir mit einer Pfauenfeder angetan haben, ist nicht in Worte zu fassen. Dabei habe ich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und weshalb nahmen die Zwerge euch gefangen? Ich war auf meinem Heimweg zum Dunkelwald, als mich etwas Schweres an der Stirn traf. Als ich wieder zu Sinn kam, war ich geknebelt und mir waren die Augen verbunden. Ihr wurdet entführt? Höchst interessant. Es waren mindestens zwei Personen an meiner Entführung beteiligt. Ihr müsst wissen, ich war in der Lage, ihre Unterhaltung mit anzuhören, da sie mich noch für bewusstlos hielten. Ich erinnere mich noch deutlich an die raue Stimme eines Menschen und das tiefe Gebrumme eines Zwerges. Was geschah dann? Ich wurde nahe des Gedenksockels in der Zwergensiedlung ausgesetzt. Aufgrund des schweren Schlages gegen meine Schläfe war ich zu benommen, um mehr tun zu können, als stöhnend am Boden zu liegen. Etwa eine Stunde später fand mich eine Zwergenpatrouille und warf mir vor, mich der Steinaxt bemächtigt zu haben. Absolut lächerlich. Schließlich bin ich hier das Opfer. Ich möchte eurem Freund helfen. Wie ist euer Name? Ich möchte eurem Freund helfen? Wir wollen ihm helfen. Ich bin Arandales, ein Waldelf der Lagwing-Sippe. Ich bin nur ein unschuldiger Winzer. Ich kam in das Herzogtum, um meinen erlesenen Elfenwein an einen Händler in Verdistis zu liefern. Erzählt mir mehr über die beiden Entführer. Ich kann mich leider nicht an viel erinnern. Bedenkt, ich war nahezu bewusstlos und kann euch daher nicht sagen, worüber die beiden sprachen. An eines jedoch kann ich mich erinnern. Der Zwerg sprach etwas lallend und stank fürchterlich nach Met, aber tun das nicht fast alle Zwerge? Über den Menschen kann ich euch nichts Näheres sagen, außer dass mir seine bloße Anwesenheit eine Gänsehaut bescherte. Dieser Mann besitzt die Seele einer giftigen Schlange, dessen bin ich mir sicher. Nun, ich stimme zu, dass Zwerge nach Met stinken. Ich glaube, Zwergenbabys werden anstelle von Milch mit diesem Gebräu gesäugt. Aber das hilft uns leider nicht weiter, diese Halunken ausfindig zu machen. Nein, dieser Zwerg stank nach wahrhaft üblem Met. Er stank, als habe er sich in einem Zuber voll giftigem, klebrigen Gebräu gesuhlt. Er roch nach ranzigem Honig vermengt mit rohem Alkohol und das 10 Schritte gegen den Wind. Naja, wir können uns, glaube ich, schon denken, wer das war. Bei den Göttern. Ich fürchte, Gregor, der Bürgermeister dieses Dorfes, ist in den Diebstahl der Steinaxt verstrickt. Was bringt euch auf diesen Gedanken? Warum sollte ein Zwerg ein heiliges Relikt seines eigenen Volkes stehlen? Ihr erzähltet, der Zwerg, der euch entführte, stank nach ranzigem Met. Diese Beschreibung passt exakt auf Gregor. Ich kenne niemanden, der einen derart exzessiven Metkonsum frönt, wie der Bürgermeister. Das ist hochinteressant. Jedoch steht noch aus, dies auch zu beweisen. Diese endlose Gefangenschaft in einem dunklen und feuchten Keller treibt mich in den Wahnsinn. Ich bin ein Elf. Ohne frische Luft können wir nicht überleben. Ich bitte euch, tut alles in eurer Macht Stehende, um den wahren Dieb zu entlarven. Seid ohne Sorgen, mein Freund. Ich werde mein Bestes geben, um eure Unschuld zu beweisen. Habt tausend Dank, Mensch. Aber eilt euch bitte. Die Zwerge sind gewiefte und grausame Folterknechte. Ja, mit Pfauenfedern und so, ne? Krass. Sollten sie zurückkehren, ich stürbe vor Angst und Demütigung. Lebt wohl. Vielleicht finden wir in Gregors Haus sonst noch einen Beweis. Ich meine, vielleicht finden wir auch woanders einen Beweis. Nicht nur hier. Aber wir können ja mal gucken. Hier ist eine Wache, blöderweise. Ist hier irgendwo vielleicht ein Brief? Das beweist alles nichts. Beweist soweit nichts. Warum foltert ihr den Elfen, der sich in eurer Gefangenschaft befindet? Dieser diebische Elf will uns nicht erzählen, wie er mit seinen Leuten die Fallen umgehen konnte, die wir um den Gedenkstein mit der Axt aufgestellt haben. Potz und Feuerstein und Axt. Wenn er nicht redet, werde ich ihm persönlich den Schädel spalten und zugucken, wie er zum letzten Mal zappelt. Okay. Alles klar. Ich habe verstanden. Gut. Ich denke, die nächsten Schritte sind damit aber auch klar. Wir müssen zurück zu den Hallen von Karanamix und können jetzt ja die Höhle betreten, vernünftig. Aber erst werde ich hier noch was abladen.
Und zwar diesen Brustpanzer, diesen Plattengürtel, den silbernen Panzer behalten wir selbst. Können wir vielleicht jetzt besser klauen und ihm den Schlüssel entwenden? Nee, es ist schlicht unmöglich. Wisst ihr, was man aber stattdessen tun kann? Schade. Ich dachte, ich kann das jetzt vielleicht durchs Fenster reinlegen. Vielleicht können wir das sogar. Wartet mal. Nee, geht nicht so richtig. Aber wie gesagt, wenn man drin wäre, könnte man das zum Beispiel tun. Und da gibt es ja genügend Möglichkeiten. So, die Hallen der Zwerge. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier eine Verschwörung aufdecken können. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht könnten, oder? Nein, also wie gesagt, es ist ganz stark davon auszugehen, dass es halt genau so ist. So. Der Eingang. Die Zwerge haben wir hier alle schon weggeprügelt. Hier haben wir jetzt also keine großen Probleme mehr zu erwarten. Aha, und hier ist der Eingang jetzt einfach mal frei. Auch nicht schlecht. Eine Ebene tiefer. Sentry. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Sprecht die Formel, die euch den Zugang gewährt, oder seht dem Tod ins Auge. Das Kennwort lautet Prophezeiung. Die Losung wurde richtig genannt. Ihr dürft in das Reich meines Meisters eintreten. Ich danke euch. Nice, das Kennwort hat funktioniert. Ein Holzzaun. Die sollten wir mal mitnehmen und nutzen für unser Haus. Einfach um die Straße abzusperren. Das ist jetzt meine Straße. Okay, hier sind noch jede Menge böse Zwerge. Zumindest wurden da gerade sehr viele rote Punkte auf der Karte angezeigt. Was ist hier oben? Böse Zwerge, Leute. Okay, hier ist aber ansonsten nichts mehr. Es wäre natürlich cool, wenn wir noch irgendwie eine Stufe schaffen würden. Dann wären wir nämlich Stufe 40. Ich weiß nicht, ob da dann nochmal eine neue Beschreibung hier kommt. Weil wir so cool sind. Weil wir so stark sind. Wo sind denn die? Sind die in dem Ding drin? Es kann doch... Die sind hier tatsächlich reingeglitscht. Oh Mann. Also das ist schon... Das ist schon... Also so ein bisschen verbuggt ist das Spiel halt leider. Aber... Weil wenn man es so irgendwie lösen kann, dann ist es ja okay. Schon irgendwie ein bisschen bescheuert. So, weiter geht's. Hier waren ja auch noch mehr... böse Zwerge. Hier stinkt's überall nach Met. Aber sowas von. Danke für die Supermagie, Herr Zwerg. Auch nix. Karanamix. Oha. So, wir müssen mal ein wenig reparieren. Bevor mein Schwert gleich auseinanderfällt. So.
Große leere Flasche nehme ich auch gerne. Da oben ist halt auch wieder sowas, ne? Da ist irgendein roter Punkt außerhalb der Map. Da muss doch einer sein. Aber ich kann das nicht einfach so wirken. Zumindest habe ich da gerade niemanden erwischt. Okay, hier kommen wir, glaube ich, der Sache langsam näher. Da ist ein Schild. Hervorragend. Jo, danke dafür. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier ist nichts mehr. Wir können also nur noch hier durch. Moriendor. Es ist mir eine Ehre, euch willkommen zu heißen, Gezeichnete. Verzeiht meine Neugier, aber wie habt ihr die Steinwachen passieren können? Gregor, der Bürgermeister der Zwerge, war so freundlich, mir die richtige Losung zu verraten. Mir war von Anfang an klar, dass ich diesem aufgeblasenen Säufer kein Vertrauen schenken sollte. Für einen Krug Met würde dieser Kerl sogar seine eigene Mutter verkaufen. Aha, der Schwarze Ring arbeitet also mit den Zwergen zusammen? Mir scheint Zusammenarbeit hier das falsche Wort zu sein. Ich habe den Bruder des Königs durch einen Trick dazu bewogen, mir die Steinaxt für kurze Zeit auszuleihen. Das ist alles. Ihr seid für den Diebstahl verantwortlich? Ich habe Gregor mein Versprechen gegeben, ihn zum neuen König des Zwergenvolks zu machen. Er hat nur für den Schwarzen Ring gearbeitet, um seine eigenen Ziele zu verfolgen, nicht unsere. Aber das lief ja am Ende auf dasselbe hinaus. Aber weshalb habt ihr die Steinaxt gestohlen? Ich verstehe das nicht. Doch, das verstehen wir sehr, sehr wohl. Ihr müsst wissen, dass es unser Ziel ist, Chaos zu stiften. Je mehr Zwietracht wir sehen, desto mächtiger wird der Dämon des Lügenschwerts. Da die Steinaxt nun gestohlen ist, werden die Zwerge als nächstes die Elfen angreifen. Zumindest, wenn man ihnen dabei behilflich ist, die falschen Schlüsse zu ziehen. Durch diesen Krieg wird die Weltordnung gehörig aus den Fugen geraten. Und dies wird uns den endgültigen Sieg des Chaos einen großen Schritt näher bringen. Weshalb habt ihr das Bergwerk als Hauptquartier für eure Operationen ausgewählt? Hat er vom Wahrheitsserum gesoffen oder wieso erzählt er uns gerade seinen ganzen bösen Plan? Welch törichte kleine Jungfer. Das Bergwerk bietet uns einen fast unerschöpflichen Vorrat an Eisen. Wir benötigen große Mengen dieses Materials oder dieses Metalls, um die übergelaufenen Orks zu bewaffnen, damit sie unter der Flagge des Schwarzen Rings in den Kampf ziehen können. Es ist euch doch hoffentlich bewusst, dass ihr niemals erfolgreich sein werdet, oder? Nun ja, mir scheint es an der Zeit, euch eine Lektion zu erteilen. Ich sehe euch in der Hölle wieder, Gezeichnete. Bestellt dem Herrn des Chaos meine besten Grüße. Betet, dass wir uns nicht in der Hölle wiedersehen, denn dort werde ich euch bis in alle Ewigkeit traktieren. Okay, genau wie Josefina kann der ordentlich was. Okay, die Typen vom Schwarzen Ring, mit denen ist nicht zu spaßen. Wir werden jetzt mal Folgendes tun. Wir saugen ihm das Leben ab. So, und schon ist er fast down. So schnell geht das. Mit denen ist echt nicht zu spaßen. Ihr habt gesehen, wie schnell die uns das Leben wegprügeln. Aber gut, der ist auch 49. Stufe 49. Haltet sie eine Weile auf. Um Gottes Willen. Puh. Aber was ich interessant fand, und das ist ein Stück dieser Geschichte, die wir bisher noch nicht hatten, oder den wir bisher noch nicht hatten, Zwietracht zu sehen stärkt den Dämon des Lügenschwerts. Also damit den Dämon, der in dem Schwert steckt, was Janus kontrolliert. Und das erklärt, warum sie überall diese kleinen Dinge angezettelt haben, was ich auch sehr interessant finde. Denn offenbar ist genau das, das, was den Dämon noch stärker macht. Und ich befürchte, wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, dann könnten wir große Probleme kriegen. Einen hohen Stärkebonus. Nice. Noch ein Zwerg. So, hier haben die ganzen Zwerge offenbar kampiert. Interessant, dass hier nur zwei Betten stehen oder drei oder vier. Ja, kommt irgendwie hin. Keine Ahnung. In so ein Zwergenbett passen wahrscheinlich auch fünf Zwerge. Also. Lass mich raten. Der öffnet einfach das Tor. Was hat das wohl bewirkt? Ja,
Warum hat er das Tor überhaupt abgeschlossen? Ihm muss ja mal klar gewesen sein, dass das nicht lange vorhalten würde. Brillantring? Noch ein Ring? Nee. Ah. Halt! Ihr! Jetzt schon! Die Zeit eurer Ränke und eures Blendwerks ist abgelaufen, feiger Knappe. Gleich werden wir die Farbe eurer Eingeweide sehen. Das glaube ich nicht. Vermeidest du den Heldentod, siehst du ein anderes Morgenrot. Lebt wohl, Tollpatsch! Wie dumm von ihm, die Axt nicht mitzunehmen, übrigens. Wenn er die mitgenommen hätte, hätten wir den Konflikt ja niemals lösen können. Und das hätte geheißen, dass der Krieg zwischen Zwergen und Elfen auf jeden Fall stattfindet. Was ist denn hier noch los? Magische Missgeschicke. Das können wir mal mitnehmen. Der hängt hier so rum. Zwergen-Ale. Wertester Gregor, unser Plan, den Elfen die Schuld für den Diebstahl der Axt anzuheften, gedeiht auf das Vortrefflichste. Bleibt daher standhaft und entschlossen. Die Krone der Zwerge befindet sich nunmehr fast in unserer Hand. Wenn jedoch unser Plan an die Öffentlichkeit gerät, so werdet ihr gewiss als Verräter gehängt werden. Nun geht es um alles oder nichts. Das Schicksal ist den mutigen Hold, gezeichnet Moriendor. Das Ding ist, das könnte auch jeder geschrieben haben, oder? Also, das ist jetzt eigentlich streng genommen kein wirklicher Beweis gegen Gregor, eigentlich. Messer. Okay. Messer ist klar. Wie viele Dietriche haben wir noch? 6. Ist ein bisschen wenig eigentlich. So. Aber damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen Beweis gegen Gregor. Boah, guck ich das an. Also ich will nicht wissen, was sie hier getrieben haben. Sie haben auf jeden Fall ordentlich Leute gefoltert. Ich weiß nicht, was der Hebel macht. Hier ist auch noch einer. Und schon kommt man nicht mehr zurück. Okay. Jetzt. Naja, ein zerschlagenes Fass ist offenbar auch einfach breiter als ein normales Fass. So, weg sind sie. Und hier ist die Zwergenaxt. Außerdem noch eine verschlossene Truhe und ein heiliges Buch. Lesen wir mal in dem heiligen Buch. Vielleicht könnte das auch interessant sein. Die aufregenden Geschichten des Barbaren Rotbark. Können wir das mitnehmen? Nee. Dann lesen wir das mal, obwohl es Teil 2 ist. Rotbark und sein zwergischer Gefährte Ekmar traten einst der Armee eines Edelmanns bei. Ein dunkler Magier, der im Bunde mit den Verdammten stand, hatte das einzige Kind des Edelmanns, eine bildhübsche junge Frau namens Juanita, entführt. Der böse Magier öffnete ein Portal zur Unterwelt und beschwor eine Horde von Dämonen, die bereitwillig seinem Ruf folgten. Die darauffolgende Schlacht mit den Dämonen, die den Turm des finsteren Magiers bewachten, dauerte Wochen um Wochen. Doch schließlich gelang es Rotbark und Ekmar, in den Turm zu schleichen und dem Dasein des Magiers ein Ende zu setzen. Juanita war derart angetan von ihrem edlen Retter, dass sie ihm zur Belohnung einen Sohn schenkte. Oh. Steinaxt. Give it to me. Give me the Steinaxt. Geht doch. Okay. Wem soll ich die Axt jetzt eigentlich geben? Steht das da irgendwo? Vielleicht können wir ja dem König der Zwerge die Axt geben. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Okay, also würde ich sagen, gehen wir jetzt mal von hier weg. Wo war der Eingang? Der war hier, ne? Wir können froh sein, dass der Wächter uns jetzt nicht umbringt einfach.
Denn immerhin haben wir seinen Meister gerade vertrieben. Der uns mit einem wirklich schlechten Reim abgewatscht hat. So, wir stecken einmal das Schwert weg. Und dann reden wir jetzt mit... Können wir mit ihm hier reden? Ich frage mich, ob man nochmal mit Carbondel reden kann und ihm sagen kann, ey, hier, alles gut jetzt. Da war tatsächlich ein Dämon. Wir reden jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem König hier. Vielleicht ist Aeolus ja sogar da. Ne, ist er nicht. Kelp! Habt ihr den goldenen Fluss gesehen? Ihr solltet wissen, dass alle Wunder, die ihr hier seht, von Zwergenhand gefertigt wurden. Ich bringe euch die Steinaxt. Sie wurde von einem bösen Zauberer gestohlen. Er sorgte dafür, dass ein Elf verdächtigt wurde, um Hass zwischen Elfen und Zwergen zu schüren und einen Krieg heraufzubeschwören. Was? Potz, Axt und Feuerstein. Und ich hatte schon beinahe die Truppen für die Verteidigung gegen einen möglichen Elfenangriff in Bereitschaft versetzt. Das hätte zu einer gefährlichen Spannung zwischen unseren beiden Völkern führen können. Eure Nachrichten kommen genau zur rechten Zeit und haben wahrscheinlich einen blutigen Krieg zwischen Elfen und Zwergen verhindert. Ich danke euch. Ich habe erschreckende Nachrichten. Ich muss euch erzählen, dass ein böser Zauberer jetzt Hilfe von eurem Bruder Gregor bekommt. Viele Zwerge haben sich in Abschnitten des Bergwerks versammelt und planen einen Handstreich gegen euch. Was? Gregor will mich verraten? Das sind in der Tat schlechte Nachrichten. Dann sind die Grubeneinbrüche und die vermissten Zwerge nur vorgetäuscht, um die Morde und die Pläne dieser Verbrecher zu verbergen, die mich absetzen wollen? Ich werde die Angelegenheit sofort untersuchen lassen und keinen Verräter schonen, nicht einmal meinen Bruder. Ihr habt meinem Volk und mir einen großen Dienst erwiesen, werte Freundin. Ich weiß, dass ihr eine lautere Kriegerin seid, daher werde ich euch zur Belohnung erzählen, was ich über die Drachenrüstung weiß. Oh. Was könnt ihr mir über die Drachenrüstung erzählen? Ah, die Drachenrüstung. Nun, der Legende nach wurde sie im Zeitalter des Chaos mit der Hilfe Anarons, eines Helden aus dem Bund der Sieben, vom Zwergenschmieden hergestellt. Als Anarond den mächtigen Drachen Stisrumbuknark erschlagen hatte, beschlossen die anderen Drachen, die Schlacht zu beenden und abzuziehen, unter der Bedingung, dass die Drachenrüstung zerstört und ihre Teile über die ganze Welt zerstreut würden. Und so geschah es. Wie kann ich die Drachenrüstung wieder zusammensetzen? In der Legende ist keine Rede davon, wohin die Teile der Drachenrüstung gebracht wurden. Und die, die es wissen, sind schon lange tot und zu Staub zerfallen. Aber trotzdem ist die Legende wahr, denn in meinem Besitz befindet sich der Helm der legendären Rüstung. Als Dank für den großen Dienst, den ihr meinem Volk erwiesen habt, bin ich bereit, ihn euch zu überlassen. Jedoch nur, wenn ihr den Brustharnisch und das Herz des Drachen findet. Wo kann ich die anderen Stücke finden? Ich weiß nicht genau. Es soll mehrere Teile geben. Harnisch, Helm, Schild, Gürtel und ein paar Handschuhe. Wendet euch an Grisha, unseren Schmied. Er weiß vermutlich mehr über die Drachenrüstung als ich. Eines weiß ich jedoch, das Herz des Drachen ist das wichtigste Teil des Panzers. Das Herz des Drachen? Gewiss, er ist ein glutrot leuchtender Edelstein, der dieser Rüstung den größten Teil ihrer Kraft verleiht. Aber wo ist er zu finden? Über die anderen Stücke ist mir von einem abgesehen nichts bekannt. Ich hörte einmal, dass der Brustharnisch von einer wohlhabenden Familie erworben wurde. Wahrscheinlich weiß der jetzige Besitzer gar nichts von der wahren Herkunft und Bedeutung des Harnischs. Ihr könntet ihn ja besuchen und fragen, ob er ihn an euch verkauft. Er lebt in der Stadt, die ihr Menschen Verdistis nennt, glaube ich. Vielen Dank, ich komme wieder, wenn ich etwas gefunden habe. Bitte tut das. Aber ehe ihr geht, will ich euch als einer Freundin der Zwerge noch ein Geheimnis verraten, das euch auf euren Reisen helfen wird. Ich übergebe euch diese Schriftrolle. Sie aktiviert die Teleporter der Zwerge, sodass ihr jederzeit in Windeseile zu den Hallen von Karanamix zurückkehren könnt. Ich werde den Vater des Steines bitten, euch seinen Segen zu geben. Rogdomi Gorn Trak Gloina. Okay. Jetzt haben wir dadurch noch eine neue Quest bekommen. Und zwar die über die Rüstung des Drachen. Ein paar Teile davon haben wir ja sowieso schon gefunden. Aber noch nicht alle. Insofern... So. Saphirring auch falsch. Geht doch. Insofern werden wir jetzt einmal mit Grisha reden, denn wir haben ja schon den... Haben wir die Drachenrüstung nicht? Ist doch die Drachenrüstung, ne? Ne, haben wir nicht. Okay, dann können wir da ja eh noch nichts tun. So, und ich weiß auch nicht,
Wo ist Aeolus Donnerschlag? Wartet mal. Das können wir in den Hallen der Sieben herausfinden. Hier ist er nämlich nicht. Was mag das große Ding da in der Ferne? Okay, der ist immer noch an dem Ort. Oder wieder. Dann müssten wir ihn in Glamboros ja kurz treffen können. Ah, das war schon zu weit. Ah, die Steinaxt hängt auch wieder hier. Guck mal. Aber er ist hier nicht. Vielleicht ist er da, wo der Bürgermeister war. Ich weiß nicht, ob die Zwergin jetzt zu ihm gehört oder so. Wer ist hier? Noch eine Zwergin. Wie viele Zwerginnen hatte der hier? Meine Güte. Ist er auch nicht. Der ist hier irgendwie ja in den Süden gegangen, ne? Nach unten ist er gegangen. Gehört ihm eines dieser Häuser hier? Ich weiß es halt nicht. Da, Aeolus Donnerschlag, da ist er ja. Mir wurde zugetragen, ihr hättet die Steinaxt gefunden. Somit ist der heilige Schrein wiederhergestellt. Bei den furzenden Göttern der Unterwelt. Ich weiß nicht so recht, wie ich euch danken soll, Mensch. Ich habe die Steinaxt wieder beschafft. Ich hoffe, dass der Konflikt zwischen Elfen und Zwerge hiermit ein Ende findet. Bei den Göttern. Wie können wir euch jemals für diese großartige Tat entlohnen? Erzählt mir, wie ihr sie zu den verfluchten Elfen abzunehmen vermochtet. Wie ihr sie den Ich hoffe doch, einige von ihnen mussten ihr Leben lassen. Ich werde eure Geschichte eigenhändig aufschreiben. Ihr irrt, es waren nicht die Elfen. Ein Magier des Schwarzen Rings hat den Diebstahl zu verantworten. Der Ring trachtet danach, möglichst viel Chaos und Hass zwischen Zwergen und Elfen zu stiften. Ich glaube, wir haben eine Rechnung mit diesem schwarzen Ring zu begleichen. Niemals soll sich eine derartige Täuschung meines Volkes wiederholen können. Ihre teuflischen Machenschaften schreien nach blutiger Wiedergutmachung. Was soll nun mit dem unschuldigen Elfen in jenem dunklen Verlies geschehen? Oh, verflucht, wie peinlich! Es krümmt sich alles in mir bei den Gedanken an die Schmerzen und die Schmach, die dieser arme Teufel von Elf erleiden musste, besonders die Qualen, die ihm Torglut mit der Straußenfeder angetan hat. Ich werde unverzüglich seine Freilassung veranlassen. Seid gewiss, dass wir ihn angemessen entschädigen werden. Ich möchte, dass ihr dem Rat der Sieben beitretet. Da nun die Steinaxt wieder auf dem Gedenksockel ist, wo sie hingehört, kann das größte Abenteuer meines Lebens beginnen. Die Tage des Schwarzen Rings sind gezählt. Sprecht einfach das magische Wort Gris und ihr werdet zum Rat der Sieben teleportiert. Lasst uns sofort dorthin aufbrechen. Blöde Losungswort muss sich ein Imp ausgedacht haben. Haben die noch nie etwas von Vokalen gehört? Puh, geschafft. Ich find's auch lustig, wie das jeder von denen einfach falsch und unterschiedlich ausspricht. Aber guck mal, wir haben jetzt nur noch 3 Quests. Diese ganze Geschichte rund um den Rat der Sieben ist jetzt im Grunde abgeschlossen. Allerdings dürfen wir noch nicht mit Zandalor reden. Wenn wir das nämlich tun und ihm und dann den Gong läuten, dann wird es passieren, dass wir einen Point of No Return erreichen und von dem aus können wir nichts anderes mehr machen in diesem Spiel. Insofern wollen wir vorher alles weitere abschließen und vorher noch Stufe 40 werden, würde ich sagen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Mal schauen.